Guten Tag, ihr Leutchen da draußen in aller großen, weiten Welt. In dieser Folge der Linux-Tutorial-Reihe kurz gezeigt ein paar gängige und durchaus nützliche Tipps bzw. Tricks und Tracks bezüglich des Linux-Terminals. Das Terminal ist unter allen gängigen wie auch nicht gängigen Linux-Distributionen so ziemlich das nützlichste, mächtigste und wichtigste Werkzeug, und oftmals kommt man um den Einsatz der Befehlszeile nicht drumherum, wenn man das System vernünftig verwalten und administrieren will. Daher mal gezeigt ein paar kleine Tastenkürzel, vor ein paar Tastenkürzel ein paar kleine so Kleinigkeiten, was man so alles im Terminal machen kann. Ist also relativ kurz und einfach. Zum Beispiel, ich gebe mir jetzt irgendwas ein, ASDF, bla 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 bla. Ist zwar kein Befehl, aber worauf ich hinaus will, wenn man zum Beispiel eine ganze Zeile löschen will, diese Zeile zum Beispiel, will man löschen. Normalerweise würde man hier machen Backspace und dann einfach zurück. Dauert natürlich zu lange, manchmal. Drücke ich einfach Steuerung und dann U. Steuerung U drücken. Schön die ganze Zeile mit nur einem bzw. zwei Tasten drücken gelöscht. Ich könnte auch nochmal zum Beispiel sudo apt-get update zum Beispiel machen, und ich möchte jetzt, oder mache ich einfach apt-get update zum Beispiel, und es fällt einem auf, man hat versehentlich das sudo vergessen hinten. Wieder linke Pfeiltaste und dann bis nach hinten springen, kann je nach Zeilenlänge durchaus auch ein bisschen zu lange dauern. Von daher springen wir einfach mit Steuerung und A zurück. Und wenn wir ans Ende wollen, ist natürlich der umgekehrte Weg. Steuerung E. Also Steuerung A mit der A-Taste, also Steuerung A und Steuerung E, können wir zurückspringen. Und wenn wir zum Beispiel einen Befehl suchen wollen, den wir schon mal eingegeben haben, also ein etwas längerer Befehl, also man will natürlich irgendwas suchen und ist zu faul, den ganzen Befehl einzutippen, zum Beispiel Steuerung und R. Schreiben wir Steuerung und R. Und dann sudo, dann apt-get. Und dann haben wir zum Beispiel sudo update. Wenn man vergessen hat, das apt-get beim apt-get-update hinten das sudo voranzustellen, also man hat es zum Beispiel vergessen, ich mache das mal, kommt natürlich eine Fehlermeldung, gibt euch einen Trick, wir machen folgendes, sudo und dann Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, zweimal hintereinander, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und schon haben wir den gleichen Befehl von vorhin mit sudo ausgeführt. Wir könnten da zum Beispiel ls-la eingeben und den Bildschirminhalt, die ganze Ausgabe hier, löschen wir einfach mit Steuerung und L. Steuerung L löschen. Man könnte natürlich auch zum Beispiel clear, aber besser ist, wenn wir einfach mit Steuerung L machen. Im Grunde genommen macht er nur so viele Zeilenumbrüche, also so viele Zeilenumbrüche, bis das hier oben wieder ansteht. Kann man auch wunderbar sehen. Es ist alles noch im Prinzip noch drin. Wir können den gleichen Befehl auch ohne sudo, also nochmal, einfach zwei Ausrufezeichen, wir machen zum Beispiel ls minus, dann Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Der letzte Befehl wird dann einfach nochmal ausgeführt. Und wenn ihr zum Beispiel sudo apt-get, ich bin zu faul, alles einzutippen, meine Tab-Taste, drücke einfach die Tab-Taste für Autovervollständigung. Apt-get zum Beispiel. Wenn ich jetzt einmal drücke, dann passiert nichts. Wenn ich es nochmal drücke, finde ich hier die ganzen Möglichkeiten. Zum Beispiel wenn mal apt-get, dann get.
Dist Upgrade einfach mit Tab-Taste Autovervollständigung. Und zum Beispiel, wir machen, wir haben wir natürlich nicht. Ich mache zum Beispiel mal einfach nano test.txt. Dies ist ein Text und das hier ist bedeutsame Upada bedeuten kann. Spaß beiseite. Jo, Strang O, Strang X haben wir jetzt. Wir können ls-c eingeben. Minus c bedeutet, dass die neueste Datei, in diesem Fall die hier, als allererstes ansteht. Das heißt, von alt nach neu, also von rechts nach links, von alt nach neu bis zur aktuellsten Datei wird hier sortiert. Also die jüngste Datei steht als erstes dran, die zweitjüngste steht hier, die drittjüngste steht hier und so weiter und so fort. Und mit less, mit dem Befehl less können wir die Textdatei einfach auch lesen. Less, dies ist ein Text. Entweder haben wir nochmal mit Q für quit beenden wir das Ganze einfach. Und wollen wir zum Beispiel sehen, wie viel freier Datenspeicher auf der Festplatte vorhanden ist, also die Speicherkapazität von der Festplatte, dann df-h. Würde ich einfach zum Beispiel nur df machen, kriegen wir sowas hier. Machen wir mal minus h, kriegen wir das human readable, also menschenlesbar. Haben wir hier SDA, 35 GB ist das groß, 6,9 sind verbraucht, 26 GB stehen zur Verfügung. Und insgesamt sind 21% Speicherplatz verwendet worden. Also df-h, df-h steht für disk Free-H. Ich könnte jetzt zum Beispiel, da haben wir natürlich hier das Wurzelverzeichnis und ich will zum Beispiel wissen, wie groß ist eigentlich das Root-Verzeichnis. DU, also Disk Usage-H, minus S für Summary, also Zusammenfassung. Ich hoffe, das klappt so wie beabsichtigt. Nee, anscheinend nicht. DU minus S root mit SH können wir natürlich immutable 60 Kilobyte, das ist was ich wollte, DU-SH. Also Summary, Zusammenfassung, zusammengefasst, also alles zusammen ergibt eine Größe von 60 Kilobyte. Wir können nochmal gucken, zum Beispiel du sudo du minus sh, machen wir mal lib, lies das immer ein, haben wir 705 Megabyte. Wir können auch zum Beispiel pwd eingeben, Arbeitsverzeichnis, sind wir wieder hier zurück, ls, machen wir zum Beispiel du minus h test txt, hat Größe von 4 Kilobyte. Warum ausgerechnet 4 Kilobyte, nicht irgendwie wie viel, so viel Byte, keine Ahnung. Wir können natürlich auch noch was anderes machen. Sudo install apt-get apt-get install ncdu. Laden wir uns ncdu runter und führen ncdu aus. Wir gehen mal zurück ins Verzeichnis und dann ncdu. Liest ja alles ein und listet die Dateien nach Größe sortiert auf. Will heißen, mit ncdu kann man die größten Platzfresser im ganzen System auswendig machen. Hier haben wir das Unix System Resources, sondern Unix System Resources Verzeichnis 4,7 GB. Danach wird es immer kleiner und kleiner, bis nach ganz unten, gehen wir mal rein. Sehen wir, das lib-Verzeichnis ist der größte Platzfresser im ganzen System. Können wir noch weiter und so weiter und so fort.
Und mit Q wie Quit beenden wir das Ganze einfach. Können wir mal schön zurück. So, haben wir hier. Oder PWD. Print Working Directory. Und es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen sudo apt-get update logisches und sudo apt-get dist upgrade. Das hier ist logisches und, wie man es von Programmieren her kennt, der Unterschied zwischen diesem sudo apt-get upgrade und mit Semikolon ist, würde ich das hier machen mit Semikolon. Wird dieser Befehl ausgeführt und egal ob dieser Befehl erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht, es wird anschließend dieser Befehl ausgeführt. Würde ich das hier machen, würde dieser Befehl, der nachfolgende Befehl, nur dann ausgeführt werden, wenn dieser Befehl erfolgreich ausgeführt würde. Schlägt dieser Befehl fehl, so wird das hier nicht ausgeführt. Search, ja, was weiß ich mal. Wir können auch wieder U löschen. Tja. Und im Prinzip wäre das erstmal alles. Ich könnte auch nochmal zum Beispiel Tuna ausführen. Wenn ein Programm sich irgendwie aufhängen sollte oder was auch immer mit ihm passiert, ich könnte mit Steuerung C den Prozess abwürgen. Alles natürlich werde ich nochmal in der Beschreibung packen, also unter dem Video nochmal alles werde ich in die Beschreibung reinpacken, so als Zusammenfassung. Und ich denke mal, das sollte für alle Grundlagen natürlich schon gewesen sein. Sollte jemandem da was einfallen, dann einfach rein in die Kommentare schreiben. Tja, und das wäre es mir erstmal alles. Mal schauen, was als nächstes kommt. Na dann, Tschüssikowski und ciao mit V.